Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal von uns, Pion Tragisch, mit mir, den Disrespectable AK Benjamin und mit mir, dem Richard. Ja, wir haben noch einen Kampf im Evo Cup, sind beide super fertig und möchten euch trotzdem noch ein tolles Teambuilding präsentieren, bevor wir dann gleich kämpfen. Ja, und bevor du mich jetzt darauf hinweist, dass da das Gegnerlogo führt, das ist mit Absicht, weil unsere Gegner haben keins. Achso. Also, ich ermahne euch, nicht nochmal hier, ne? Nächstes Mal ein Logo einreichen. Okay. Unser Team hat sich nichts verändert. Richard die Ehre, unser erstes Mon vorzustellen. Nice. Ja, unser erstes Mon ist LV Admurai Hisui. Ja, eigentlich ziemliches Standard-Set. Wir legen Stacheln, haben den Tiefschlag für, wofür eigentlich? Für Mio wahrscheinlich. Genau, für Mio. Für Ninja. Ja, Momentum mit Rollwende und Kalkklinge, weil das auch ganz in Ordnung ist. Sind der Switch-In für sowas wie Bajutsu und für manche Mios. Und ich glaube, viel mehr macht er auch gar nicht. Ueko macht nicht so viel gegen uns. Und wir können offensiv auch ein bisschen Druck aufbauen, sind offensiv investiert, wie ihr sehen könnt. Haben auch fast Full Speed, damit wir, glaube ich, schneller sind als Frühjahr. Genau. Nächstes Mal, Galalamos, der Macher, mit der Colbo Valerie. Das ist so ein speziell defensives Pivot-Set, aber wir haben auch ein bisschen Fist-Def-Investment, einfach weil Valiant halt einfach... weil Valiant zwei verschiedene Sets haben kann, sowohl physisch als auch speziell oder auch mixed. Das hat auch leider einen sehr guten Movepool. Dementsprechend könnte es natürlich auch den Shadow Ball mit sich bringen, aber der Shadow Ball ist nicht so scary, weil wir Full Speed Def sind. Physisches SD-Set ist ein bisschen more scary, aber da können wir mit dem Def-Investment und der Colbo Berry halt auch ganz gut tanken. Muschelwaffe KO das eigentlich immer zurück, außer es ist auf einmal so ein Bulky-Set. Macht auch Druck auf Florges, Serena. Flammenwurf ist gut für das Forstelka, falls das reinkommen möchte, und die Giftattacken zu resistieren. Und mit dem Psychoschock und dem Ränkeschmied, selbst wenn es Unaware Klotzeier ist, durch den Psychoschock ist es dann halt trotzdem 60-70% Min. Da das einfach auf der physischen Seite angreift dann. Und wir können also quasi die Defensive gut unter Druck setzen mit dem Set. Ja. Genau, dann haben wir noch Nilep wieder am Start. Hier habe ich das Set noch geändert. Und ich hoffe, dass das funktionieren wird. Ja, das ist eigentlich so unser physisch-defensiver Switch-In für fast alles physisch-offensive. Also Zilord. Gott, wie heißt denn der? Klotzeier. Mhm. Tauros, Forstelka, Rizeros, Fruyal, Fuecro. Also so diese ganze untere, die unteren Tiermons hier. Da kann man eigentlich recht gut noch reinwechseln. Hoffentlich kriegen wir dann Zornesfaust-Boost und können dann mit Verhöhner auch gegen Klotzeier zum Beispiel gewinnen, da er sich dann nicht heilen kann. Ja, hat schon Switch-Ins. Vor allem, weil wir nur den Ableithieb haben und keinen Bulk ab. Also selbst Rotom, Fuecro, die tanken schon. Aber wenn der ein paar Attacken mal nehmen musste, wird er, glaube ich, schon ordentlich austeilen können. Ja, und ich glaube, Fuecro will da nicht unbedingt reinwechseln mit dem Siegeswillen-Boost. Auch doch. Also ich würde es appreciaten. Dann haben wir Electros, unser Pio Godmon, mit einem AV-mäßigen Set, aber ohne AV. Speziell offensiv mit Leftovers, einfach weil wir die Recovery haben wollten. Und das ist mehr so der Pivot für alles, also das Mädchen für alles, wenn du so sagen möchtest. Abschlag, um Items zu entfernen. Gigasauger, um Rotom zu punishen, weil wir nicht so wirklich was hatten, was gut in Rotom reinkommt. Flammenwurf als Courage-Move für sowas wie Serena, Forstelka etc. Gigasauger natürlich auch gut gegen Greninja, da wo wir halt auch reinwechseln können durch ein bisschen Speed-Def-Investment und unser KP. Und Kehrtwende einfach, um Momentum aufzubauen, garantiert, egal was reinkommt. Genau, dann haben wir noch Specs Iron Moth dabei.
Ja, auch ein eher spezielles Set. Wir werden ziemlich gewollt von Klotzeier und hier haben wir halt den Hitzekoller im Set und durch die Fähigkeit Unaware, falls denn überhaupt Unaware gezockt wird, wird das ignoriert und wir können den Two-Hitten. Und auch so sind die Switch-ins eher rar gesät. Also Florges will dann nicht reinwechseln und selbst Rotom kriegt von Hitzekoller sehr viel Schaden. Ja, ist wahrscheinlich unser bester Breaker in dem Match. Und das Speed ist natürlich auch nice, ne? Ja, genau. So, und dann haben wir noch unser Lead Ribombee mit Focus Sash. Ein bisschen wie auf der Ladder. Mit Mondgeweiht, Kehrtwende und Klebenetz. Einziger Job ist eigentlich, Netz rauszukriegen, aber Mondgeweiht sieht es auch gar nicht so schlecht aus, um Valiant oder Greninja zu pressuren, da Ribombee von Natur aus schneller ist als die beiden. Glaube ich zumindest. Bei Gran bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber. Ja, doch, ich glaube, der kommt auf 122 und wir haben 124. Genau, also die beiden könnten wir mit Moonblast unter Druck setzen. Ansonsten habe ich noch Florges grün markiert, weil wir mit dem Psycho-Lärm quasi jedes Wish Florges verhindern können. Bringt dann nichts mehr. Und ja, genau, aber hauptsächlich der Job, Klebenetz rauskriegen, damit dann unsere Threads wie ein Moff Work machen können. Gut, das war das Teambuilding. Wir sehen uns dann gleich im Kampf und wünschen uns Glück. So, da sind wir im Kampf gegen die Dribbler aka Jump und Shadow. U2. Und wir sehen, Klotzeier ist dabei. Rotom Wash auch, war zu erwarten. Ja, Ja, eigentlich wenig so. Ja, wollte Überraschungen. gerade sagen, eigentlich nichts Überraschendes. So. Aber das ganze Hype hier Ich muss mitgenommen. sagen, ich hatte ernsthaft Angst vor Rizeros. Aber das ist ja nicht dabei, also. Ja, ist auch ganz gut. Ich glaube, unser Lead ist eigentlich eindeutig, oder bin ich doof? Also, ich glaube, Rebombi als Fokus-Sash-Lead macht irgendwie am Ja. meisten Sinn als Lead, oder? Aber ich weiß nicht, ob wir immer gleich das die Raps legen. Ne, wir können ja auch eventuell sonst U-Turn, aber Ja, genau. ich würde einfach nach dem Matchup deciden. Ja. Gut, ich klicke aber Rebombi, ich glaube, das ist ein No-Brainer. Jo. Ich sehe jetzt auch nichts, was uns hier irgendwie rausnehmen könnte mit einem Multi-Hit oder sowas. Water Shuriken sollte nicht genug machen, dafür hat dieser Move nicht genug Power. Fox haben sie auf Klotzeier, wenn sie die haben. Naja. Mio kommt. Oh. Das ist nicht so cool. Weil er könnte halt Weakness Policy oder so haben. Aber leadet man mit einem Weakness Policy Mew Turn 1? Eigentlich nicht. Ich glaube, das ist Rocks Mew. Oder Spikes Mew. Und die haben keinen Rapid Spinner. Wollen wir die Webs legen, falls sie Hazards legen? Das können wir machen, Dass sie die ja. jetzt quasi forcen dazu, dann zu deciden, okay, wir lassen die Webs da oder wir defogen auch unsere eigenen Hazards weg. Jo, können wir machen. Okay. Dann. Okay, Oh, es ist shit. DD. Aber wir sind Sash. Das heißt, ich würde jetzt einfach U-turn, oder? Und Ich dann habe ein können bisschen wir. Angst vor Weakness Policy. Ja, aber das wäre nicht schlimm, weil die sind schneller als wir. Wir kriegen Slow U-turn raus und können sackern mit Samurott. Die könnten halt plus 10.000 gehen oder so. Ja, und? Irgendwann müssen sie uns ja angreifen. Oder meinst du diesen Leftovers? Weiß ich nicht. Aber wir können von mir aus auch U-Turn erstmal drücken. Psychic Fangs. Oh Gott. Uff. Okay, aber warte. 23%. Okay, es ist eine normale Roll, wenn sie Full HP sind. Das heißt, Sucker tötet den nicht. Scheiße. Das ist jetzt Kacke. Aber warte, tankt Electro. Electros tankt alles. Aber wir machen ja selber nicht so viel, oder? Nö. Also, der tankt. Electros würde einen Hit tanken, ja. Samurott Hisui. Die werden jetzt halt wahrscheinlich noch Drain Punch und sowas haben, würde ich tippen. Ja, ich glaube,
U-Turn war es nicht. Nee. Aber ich dachte auch nicht, dass sie. Also ich dachte, wenn sie DD sind, dann sind sie halt auch Full Attack, weißt du? Ja, gut. Wie sieht es mit Slowbro aus? Slowbro tankt auch alles. Super gut. Ne, warte. Lass mal schauen, wie sieht's aus mit Earthquake. Earthquake tanken wir auch, wenn sie die. Warte, das ist aber noch das falsche Wesen. Oh, es läuft schon mal gut los hier. Also, Slowbro tankt nur, wenn sie nicht in Tag invested sind. Aber die sind auf jeden Fall Full HP, weil sonst würde Yuta nicht so viel wenig Schaden machen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die noch EQ haben. Oder was trifft Psychic Fangs nicht? Ich denke mal, Drain Punch werden die noch haben. Ja. Für die Sui Admiral. Wir können gerne erstmal in Slowbro gehen, oder? Ja. Und Shell's halt Arm drücken, oder? Wir müssen, oder? Ja. Und hoffen, dass die jetzt keine EQ haben und nicht in Tech gewesselt sind. Ja? Ja, müssen wir ja, oder? Okay. Das läuft wirklich nicht gut. Es ist aber. Also, wenn wir den Hit jetzt überleben, ne? Nur wenn. Ist es actually noch spielbar, weil dann können wir Rebombi sacken, bevor sie recovern mit irgendwas. Und dann können wir. Ach, die haben EQ. Okay, dann. Haben wir so lol. Die Electros? Also wenn die jetzt noch den Drain Punch haben, haben wir verloren, weil dann recovern die jetzt mit dem Drain Punch auf Electros wieder voll und dann töten wir die nicht. Die Electros U-Turn in Admurai und Sucker Spam, oder? Das sind fast was mir einfällt. Aber die haben dann einen Tag, dann sind sie nicht Full Speed. So. What? Ja, dann sind sie Zero Speed. Die sind Full HP, Full Attack. Da tankt überhaupt noch was. Admiral vielleicht. Nö. Also, ne, wir müssen halt hoffen, dass wir den rausnehmen einfach, oder? Tun wir aber nicht, wenn die Full HP sind. Ja, dann haben wir das Leuch verloren. Haben wir auch. Das ist der peinlichste Kampf meiner Pokémon-Karriere. Aber warte, wenn die Zero Speed sind. Null. Element. 354. Dann ist Ribombi schneller. Wollen wir. Müssen wir probieren? Ja. Okay. Ja, okay. What the fuck? Was ist das? Ich hasse Mew. Okay. Moonblast? Ja. Nein, die sind. Die haben irgendwie ein dankes Set, dass sie halt genauso viel Speed haben, dass sie auf plus 1 schneller als Rebombi sind, aber halt Attack Investment damit. Dann war es aber eine Roll auf Slowbro. Mies. Naja, dann kannst du jetzt noch Sucker drücken und beim Rest gucken, wie es stirbt. Eieiei. Das ist aber nie sinnlos, was wir hier machen. Das dauert 8 Züge. Ich habe noch nie so was Peinliches erlebt. Ja. Oh Gott. Wir hätten halt niemals U-Turn drücken dürfen. Na. No. War halt obvious eigentlich. Aber hey, ich komme zeitig ins Bett. Ja. Gott, ist das sinnlos. Das ist ja wirklich peinlich. GG. Eieiei. Das darf eigentlich nicht passieren. Ja. Aber. Naja. Kannst nichts machen. Ey, das ist behindert. Also. Wir hätten es nicht mal besser spielen können, außer. Doch, also ich meine, wir hätten noch höchstens für Scouten können früher mit Admurai und dann halt rauswechseln und gucken, ob sie wirklich den Drain Punch haben, aber. Wir hätten einfach nicht U-Turn drücken dürfen. Ja, genau. Wir hätten einfach nicht U-Turn drücken. Also, für mich war das obvious, dass die Weakness Policy haben. Aber klar, hätte ja auch anders sein können. Nee, du hast schon recht. Aber ich war einfach nur.
Ich dachte halt, das ist scheißegal, wenn sie die Boost bekommen, Sucker Punch tötet die. Na, ich habe nichts gekalkt. Naja, ich habe erstmal auch nichts gekalkt. Ich war mir aber auch sicher, dass das dann nicht Full HP Mew ist. Full HP Mew mit Rang Dance. Ja. Das war ein kurzes. Na dann. So viel zur Aufnahme. Ich gehe mich mal schämen. Ich glaube, sowas passiert. Und dann bis zum nächsten. Ciao, ciao.